Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe mal wieder ein Tauschpaket gemacht und zwar seht ihr das da. Das Tauschpaket habe ich mit der lieben Claudi gemacht. Claudi habe ich jetzt vor ungefähr einem Jahr kennengelernt und zwar im November 2015 auf der Babyweltmesse in Berlin. Und sie war die erste, die mich jemals irgendwo erkannt hat und nach einem Foto gefragt hat. Und das werde ich niemals vergessen. Sie erzählt die Geschichte wahrscheinlich auch in ihrem Video, was ihr jetzt auch auf ihrem Kanal sehen könnt, der unten in der Infobox verlinkt ist. Und sie hat dann Anfang diesen Jahres selber auch angefangen, Videos auf YouTube zu machen. Und ich habe jedes Video gesehen, was sie jemals gemacht hat. Einfach, weil sie so ein Mensch ist, ich finde die Stimme halt unglaublich beruhigend. Das habe ich schon mal bei ein paar anderen Leuten gesagt. Wenn ich die Stimme von jemandem beruhigend finde und mir das Video angucken kann und dabei abschalten kann, ist mir der Inhalt meistens völlig egal. Ich gucke mir alles an, was derjenige hochlädt. Und das ist bei ihr der Fall. Ja, und wir wollten gerne ein Tauschpaket machen. Und sie war so wahnsinnig und hat echt 12 Pakete gepackt. Die werde ich jetzt gleich versuchen, der Reihenfolge nach aufzupacken. Sind auch was für Svea, glaube ich, dabei und für Vince auch was dabei. Das werde ich dann Vince nachher zeigen, wenn er vom Mittagsschlaf aufgewacht ist. Und dann können wir dann mal schauen, was er dazu sagt. Und ich fand das ganz passend, 12 Pakete und wir kennen uns fast 12 Monate. Genau, und wir packen jetzt einfach mal alles nacheinander auf. Ich dachte, die Perspektive ist vielleicht ganz gut, damit ihr seht, was ich hier so aus dem Paket hole. Ist das doof, wenn ich da ein Ausrufezeichen drauf habe? Was? Auf dem Bildschirm ist ein Ausrufezeichen. Ich weiß es nicht. Aber er nimmt auf. Dann scheint es ganz gut zu funktionieren. So, ich gucke jetzt erstmal, wo ich die 1 finde. Ist die 2. Das ist die 3. Aha, die 1 liegt ganz unten. Also, pass auf. So, das hier ist Paket Nummer 1. Hier steht drauf, fand ich einfach so süß. Und Svea steht in Klammern, also ist wahrscheinlich für sie. Und sie hat es auch so toll eingepackt. Ich war ja wieder so ein Noob und habe nichts der Sachen eingepackt, weil ich ja immer nie Zeit habe, ihr wisst. Okay. Und zwar ist das ein Baby-Langarm-Shirt. Das ist auch super süß. In 86,92. Das passt dann nächstes Jahr, aber das ist ganz gut. Und zwar sind da 2 Stück drin. Also unter anderem dieses Graue, was ihr hier seht. Und dann noch dieses Türkisfarbene da. Mit dem, was ist da drauf? Ein Rehkitz. Total schön. Ja, ich weiß, dass Claudi sehr, sehr gerne im Lidl einkauft. Und bei mir ist der nächste Lidl ja eine halbe Stunde Autofahrt entfernt. Deswegen gehe ich da nicht so oft hin. Deswegen ist das ganz cool. Das ist also für Svea. Jetzt müssen wir die 2 finden. Die hatte ich doch schon in der Hand. Genau. Das ist die 2. Und hier steht, mal sehen, wie die riechen. Das ist auf jeden Fall für mich. Das sind wahrscheinlich irgendwie so Badezusätze oder so. So fühlt sich es jedenfalls an. Ja. Das ist von Alverde, weil ich ja alles, was so direkt an meine Haut kommt, ist fast ausschließlich Naturkosmetik bei mir. Und das ist jetzt Beauty and Fruity feuchte Reinigungstücher, Bio-Limette und Bio-Apfel für normale und Mischhaut. Mischhaut. Der Manu sitzt da drüben und zockt. Genau, aus 100% Baumwolle und ich bin sehr gespannt und ich finde die Verpackungsgröße ganz günstig. Für unterwegs finde ich das super. So, dann die Nummer 3. Nummer 3. Ah, hier. Nummer 3 ist für Vince. Hoffentlich passt die. Eine Strumpfhose oder eine Hose? Mal gucken. Ich bin auch so ein Päckchenaufreißer, ne? Und ich kenne auch so Leute, die falten. Also meine Oma ist so. Die packt das ganz ordentlich auf und faltet das Geschenkpapier wieder und benutzt das nochmal. Genau, also eine Strumpfhose. Da hatte ich nämlich, hatte gesehen, dass sie ihrer Tochter solche gekauft hat. Und da dachte ich schon, ach, sowas wäre auch gut für den Winter für Vincent. Und zwar sind das Kinder-Vollplüsch-Strumpfhosen.
dass die 122, 128, Vince hat jetzt so die 110. Also wird es dann für nächstes Jahr was werden und die sind schön dick. Aber die kann ich mir hinlegen, das ist dann was für nächstes Jahr. Die Nummer 4 hatte ich schon gesehen. Must have for babies. Mal gucken, was ein Must have for babies ist. Oh, ein Lätzchen. Ja, Lätzchen ist immer gut. Das wäre es auch so, die kleckert so viel. Nee, vor allen Dingen, weil sie jetzt auch ein paar Sachen selber isst und so. Oh, das ist cool. So eins habe ich zum Beispiel noch nie. Ich habe eine Freundin, die nur solche benutzt. Immer welche zum Bändeln und Svea findet das immer voll doof. Ich glaube, das ist ganz cool. So sieht es aus. Voll süß. Cool. So, wo waren wir jetzt? Bei der 4? Die 5. Da steht drauf, verwöhn dich. Ist das jetzt ein Badezusatz? Oder eine Maske? Kann auch eine Maske sein, ne? Genau. Und zwar ist das auch wieder von Alverde. Sehr schön. Beauty and Fruity. Also wieder dieselbe Reihe wie die Kosmetiktücher. Und zwar ist das eine klärende Maske, Bio-Limette und Bio-Apfel. Cool. Das sind wir so zwei Stück, ne? Die 6. Ist wieder für Vincent. Ist wieder so cool eingepackt. Und hier steht, vielleicht habt ihr es schon. Naja, es ist ein Buch, nehme ich an. Also wir haben, ja, wir haben viele Bücher. Aber nein, ich würde behaupten, das haben wir nicht. Nein, das haben wir nicht. Nein, davon haben wir noch gar keins. Und zwar ist das der gestiefelte Kater von der Stiftung Lesen. Cool, nee. Also so Märchenbücher haben wir im Allgemeinen gar nicht so sehr. Das kommt also auf Vince Stapel. Ich mache hier Stapel. So, die 7 ist was zu essen. Hier steht nämlich drauf, bestimmt lecker. Oh, es ist Tee. Oh ja, der ist lecker, kann ich euch sagen. Und zwar ist das Kirschbanane von Teehaus. Immer gut. So, jetzt die 8, die habe ich hier. Ist für mich. Und hier steht drauf, es riecht nach Weihnachten. Das kann nur was Gutes sein. Ich mag das, wenn das nach Weihnachten riecht. Oh, es sind Teelichter, glaube ich. Genau. Moment. Und zwar sind das solche großen. Das ist cool, solche habe ich noch nicht. Und das ist Spicy Vanilla. Und das riecht sogar durch die Verpackung durch. Sehr, 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 sehr lecker. So, jetzt kommt die Nummer 9. Das ist wieder für Svea und da steht drauf, einfach süß. Heißt es, dass es ein Gläschen ist? Weil so fühlt es sich an. Oder ist es was zu spielen? Oh, oh cool. Oh, sowas habe ich noch nicht. Eine Spieluhr mit dem Sandmann drauf. Oh, voll schön. Moment. Wie geht das denn? Wie geht denn das? Man muss es doch so aufziehen, oder? Du musst ihn so schnell leiern. Ach so. Ach, wie cool. Oh, das müssen wir dann mal aufziehen. Hauptsache. Na, ich dachte, man muss es aufdrehen und dann läuft das. Nee, das ist ja keine Kaffeemühle. Die Rumsuchen? Nee. Jetzt hast du schon kaputt. Ach, voll cool. Oh, voll schön. Das ist cool. Das müssen wir dann mal gucken. Die machen gerade alle Mittagsschlaf. Aber das müssen wir dann ausprobieren. So, jetzt die Nummer 10. Das ist zerbrechlich, steht da drauf. Könnte es vielleicht was für die Teelichter sein? Zum Reinmachen? Ja! Aber für kleine Teelichter, glaube ich. Ach, cool. Für Halloween. Voll cool. Kann ich ins Fenster stellen. So ein kleines Leuchtchen. Das ist cool. So mit einem Teelicht rein. Das ist mega. Ich weiß nicht, aber ich glaube, die großen, nee, die passen da nicht rein. Da passen normale kleine rein. Aber das ist cool jetzt für Halloween. Dann haben wir noch 2. Eine tolle Farbe. Also ist es ein Nagellack oder ein Lippenstift? Oh, ja. Das ist eine tolle Farbe und ist ein Nagellack. Und zwar
von Essence, the Gale Nail Polish. Davon hatte ich noch nie einen, von diesen Gale-Dingern. Und das ist die Farbe 73, More Than a Feeling. Und sowas ist genau mein Ding. Ich finde die Farbe richtig, richtig cool. Und werde ich bestimmt die Tage jetzt mal ausprobieren. Und jetzt das letzte. Und da steht drauf, entspann dich. Also wenn das jetzt kein Badezusatz ist. Okay, genau. Und zwar ist der Badezusatz von Alverde. Ein Schaumbad ist immer gut. Also bei mir muss, wenn ich bade, das Ganze schäumen. Also nicht nur gut riechen, sondern auch schäumen. Und das ist Blütenregen für ein blühendes Badeerlebnis. Sieht super schön aus. Freue ich mich schon, das auszuprobieren. Was denn? Du wirst es ja wohl nicht benutzen. So schnell wie du badest, Schatz. Ja, na und? Immer durchgehuscht. In 15 Minuten kann man sich auch erholen. Ich muss nicht anderthalb Stunden da liegen und dann bin ich völlig aufgeweicht. Ja. So. Das war's. Ein wundervolles Paket. Es ist alles ganz, 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 ganz toll. Ja, ihr werdet jetzt im Anschluss gleich noch sehen, was die Kinder sagen. Also was Svea hierzu sagt und was Vince zu dem Buch und der Strumpfhose sagt. Das hier werde ich dann gleich durchwaschen, weil ich habe heute sowieso eine weiße Wäsche. Und dann kann sie das die Tage gleich mit benutzen. Ich freue mich sehr. Es ist alles wundervoll. Und ich verweise euch jetzt noch auf ihren Kanal, der ist unten in der Infobox verlinkt und dort könnt ihr euch ansehen, was ich ihr geschickt habe. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr ihr auch ein Abo dalasst, denn ich mag sie sehr, sehr gerne. Und vielleicht entspannt euch ihre Stimme genauso wie mich. Und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Tschüss! Vince, ich habe dir doch gestern erzählt, dass ein Paket kam, wo auch was für dich dabei war, ne? Weißt du das noch? Ja. Mhm. Guck mal, hier. Ein Buch für dich. Der gestiefelte Kater ist das. Freust du dich? Ja, das ist... Sagst du Dankeschön? Dankeschön.